Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorten. Ja, vielen Dank. Herr Hostel, der Präsident der EU-Kommission Juncker und der deutsche Bundesfinanzminister Schäuble und einige Tage zuvor Bundeskanzlerin Merkel haben davor gewarnt, den Flüchtlingen die EU-Grenzen zu schließen. Das löste unterschiedliches Echo innerhalb der EU-Länder aus. Ich bitte Sie, uns zu erklären und zu sagen, wie die gegenwärtigen Standpunkte diesbezüglich sind. Ja, lieber Herr Scharocki, das ist eine Warnung, die ich als Erpressung verstanden habe. Und das will ich Ihnen gern erläutern. Wir haben ja eben jetzt heute, während wir miteinander sprechen, immer noch die Situation, dass täglich 3.000 bis 4.000 Zuwanderer nach Deutschland kommen. Das sind ja keine Flüchtlinge mehr. Geflohen sind sie aus Syrien zum Beispiel nach Libanon und in die Türkei. Da waren sie Flüchtlinge. Ab da sind sie Wirtschaftsmigranten. Das sind Menschen, die suchen einfach bessere Lebensverhältnisse. Und um es klar zu sagen, das ist ihr Recht und macht sie auf keinen Fall zu schlechten Menschen. Das wäre ja grotesk. Ja? Also das ist ihr gutes Recht, dass sie auch versuchen, nach Deutschland zu kommen. Aber wir sollten bitte die Begriffe sauber trennen. Das sind dann keine Flüchtlinge mehr, es sind Wirtschaftsmigranten. Und wir haben diesen ungeheuerlichen und von Deutschland nicht mehr verkraftbaren Zuwandererzustrom, von dem ein Teil eben Terroristen und Hochkriminelle sind. Ja. Aus Tunesien wurde das sogar offiziell bestätigt, dass man Hochkriminellen Angebote gemacht hat, sofort das Land zu verlassen und dann würden sie aus dem Gefängnis freikommen. Das ist die Situation. Und nun haben sich diese drei von Ihnen genannten Politiker hingestellt und haben gesagt, wenn wir jetzt die Grenzen schließen, dann ist aber der Schengen-Raum kaputt sozusagen, dieser Zusammenhalt gefährdet, dann brauchen die Warenverkehrsströme ja so viel Zeit an den Grenzsperren, dass unser ganzes System zusammenbricht und der Euro zusammenbricht. Und das ist eine interessante Schlussfolgerung und die kann ich gern auch einmal kurz beleuchten, denn sie trifft nicht zu. Nicht? Da wird mit verblombten Lastwagen gefahren, das sind die Dinge, die zum Beispiel bei VW Zwickau-Mosel in diesem VW-Werk, da kenne ich mich aus, da war ich selbst, für VW in Sachsen habe ich gearbeitet, als Messemoderator, habe den Betrieb dabei kennenlernen dürfen. Die haben eine Karenzzeit von 2 Minuten. Also 2 Minuten dürfen LKWs mit Teilen für das Fertigungsband zu spät kommen. Das kann das System verkraften. Wenn es mehr wird, wird es problematisch. Und wenn es viel mehr wird, wenn es eine Viertelstunde wird, wenn es eine Stunde wird, dann kann auch das Band mal stehen bleiben. Und das sind Dinge, die sind eben ganz heftig für uns. Aber das kann man natürlich in den Logistikprozess einpreisen sozusagen. Man kann das hineinrechnen. Man kann wissen, dass die Lastwagen eben einige wenige Stunden früher losfahren müssen mit ihrer Ladung, um noch pünktlich in diesem VW-Werk und natürlich in den ganzen anderen Werken mit anderen Ladungen in Deutschland, wir sind ein hochkompliziertes, hochindustrielles Land, rechtzeitig noch ankommen können. Das ist einfach dummes Zeug, dann den Euro-Niedergang deswegen zu prognostizieren. Der Euro ist ohnehin eine kaputte Währung, weil sie nicht funktioniert und so war sie auch nicht gedacht. Wir haben uns über dieses Betrugsmodell des globalen Finanzkartells ja schon unterhalten. Und nun an dieser Stelle solche Dinge aufzustellen, ist einfach Angstmache und ein Teil der Bevölkerung reagiert darauf ganz eindeutig. Die sagen einfach, wunderbar, da werden wir ja sowohl den Einwandererzustrom, den wir nicht verkraften können, als auch den ungeliebten Euro los. Tolle Sache. Das ist natürlich eine Minderheit, die so entschieden reagiert, aber das ist die Tatsache. Herr Horschel, aber was will man erreichen, wenn man die EU-Grenzen schließt? Man will versuchen, tatsächlich die Lage zu stabilisieren auf dem schlechten Niveau, auf dem sie jetzt angekommen ist, damit es nicht vollkommen unregierbar wird und total kaputt geht. Alle Sicherheitskräfte in Deutschland arbeiten längst im roten Bereich.
Die bayerische Polizei redet von 1 Million Überstunden. Es ist geradezu grotesk, was hier abläuft. Das kann nie wieder hereingebracht werden. Angemessene finanzielle Entschädigung gibt es auch nicht für diese Beamten. Man baut sozusagen einem zivilen Krach einfach die Schritte vor. Ja, das ist ja furchtbar, was hier in Deutschland passiert. Das kann uns absolut an den Rand bringen. Wir haben einen verzweifelten Landrat gehabt in den letzten Tagen. Jetzt gestern ist er nach Berlin gekommen und hat hier an der Stelle hat 30 Flüchtlinge im Bus ans Kanzleramt gefahren, weil sie in Bayern niemanden mehr aufnehmen konnten. Hat er gesagt, Frau Merkel hat die eingeladen, die soll sich darum kümmern. Und das ist ja schön abgeblitzt und die Migranten waren sauer darüber und haben dann erklärt, der eine will nach Bremen, der nächste will in Berlin bleiben. Hochkomplizierte Sache, genauso wie es eben ist. Wir haben über 300.000 Menschen, das hat auch die Tagesschau so gemeldet und Herrn Kauder dazu befragt, den Unionsfraktionschef im Bundestag, die in Deutschland unregistriert herumlaufen. Niemand weiß, wo diese Leute sind und das bei dem bestehenden Terrorrisiko, das ja auch keiner leugnet, auch nicht in den im Medienkartell, das ist schon eine furchtbare Situation. Und diese ganzen Dinge führen dazu, zusammen mit dem Crashdruck, der ja tatsächlich besteht im Finanzbereich und dem Kriegsdruck, der auch besteht wegen Russland und aus anderen Gründen, dass eben die Elite sich Bunker baut und plant, sich zurückzuziehen. Und da sind gewaltige Dinge im Gange und ganz hässliche Prognosen aus deutschen Sicherheitskreisen. Herr Hossel, die Flüchtlingskrise kann man überhaupt nicht leugnen. Menschen werden in die Flucht getrieben, indem man in ihren Ländern Kriege auslöst. Und ist das nicht angebracht, wenn man versucht, das Problem an der Wurzel anzupacken, dass man dort einfach Invasionen beendet, Kriege beendet? Und so kann das Problem besser gelöst werden als nun auf diese Art und Weise. Sie haben vollkommen recht. Wir haben auch das schon besprochen und da kann ich Ihnen nur erneut beipflichten. So ist es auch explizit Programm der von mir geführten Partei Deutsche Mitte, dass wir sagen, wir können nicht einfach Grenzen schließen und glauben, das sei eine Lösung des Problems, sondern wir müssen drei Dinge miteinander tun und nur alle drei zusammen lösen das Problem. Und der erste Punkt ist eben nicht Grenze zu, sondern der erste Punkt ist Frieden machen, dass wir aufhören mit unserer aggressiven NATO-Politik, dass die USA aufhören mit ihrer aggressiven Politik mit anderen Partnern wie Saudi-Arabien und Katar im Fall Syrien zum Beispiel, wo inzwischen auch schon der indische Botschafter jetzt heute durch die Medien geistert mit dem Bemerken, die Propagandaversion des Westens, die sei ja falsch über diesen Krieg in Syrien, das habe der Westen eben angezettelt und der trage die Verantwortung dafür. Das sind sinnvolle Äußerungen, bei denen es gut tut, dass sie einmal den Bevölkerungen der NATO-Länder, ich will nicht sagen um die Ohren gehauen werden, sondern einfach vorgeführt werden, um das einmal neu zu bedenken. Und dann muss man natürlich diejenigen Länder weitaus großzügiger unterstützen, die die Erstaufnahme leisten. Dazu gehört auch die IS-unterstützende Türkei, das muss man auch offen so sagen, in beiden Punkten. Dazu gehört natürlich der Libanon, der unterstützt werden muss, und dazu gehören eben Griechenland und Italien, die Erstaufnahmeländer sind für Flüchtlinge, die über die Meere schippern unter wahnsinnigen Umständen. Das ist alles eine totale Katastrophe. Dieses rührt die NATO ein und interessanterweise kommt der große Widerstand, gerade in Deutschland, erst dann, wenn hier die Opfer ankommen. Das sind ja Opfer. Ja? Aber gegen die Kriege war der Widerstand äußerst dünn. Ich weiß das genau, weil ich selbst auf der Straße war und habe versucht, diese Schweinereien in Syrien und Libyen zuvor beenden zu helfen durch Demonstrationen, was natürlich gar nichts genützt hat, das weiß man ja. Und habe gesehen, wie wenig wir waren und wie schlecht die Unterstützung aus der Masse der Bevölkerung war. Da hat man eben fröhlich weitergeschlafen. Es betraf ja nicht, ich will mal sagen, das eigene Stadtviertel. So ist die Lage. Und das Problem, das wir jetzt haben, darüber würde ich gerne noch eine Weile sprechen, das ist eben die Tatsache, dass wir allmählich in eine Riesenkrise hineinrutschen, die eben die Eliten unserer Länder, gerade in Deutschland, auch dazu bewegen, sich mit Hilfe von Sicherheitsfirmen Unterschlüpfe bauen zu lassen.
Und wenn man da hineinhorcht in die Kreise, dann heißt es, das machen wir für den Moment, in dem alles herauskommt. Im Ausland werden Unterkünfte gekauft. Frau Merkel soll sich in Paraguay eingekauft haben, wo auch die Bush-Familie ihr Domizil schon errichtet hat. Sehr interessant. Andere fliehen in die Berge und die nächsten fliehen in die Bunker. Und für dieses Bunker-Szenario, da habe ich eine interessante Augenzeugenaussage. Diesem Mann ist ein Konvoi von Schwarzen mit BMW, Großlimousinen und S-Klasse Mercedes begegnet, mit sehr edlen Herrschaften an Bord, Männlein und Weiblein, gefahren von Chauffeuren. Und dann hat er gewendet und ist nochmal von hinten daran gefahren und hat so getan, als kennt er sich in der Gegend nicht aus. Das ist ein Mann, der kennt sich auch mit Beschattungen aus. Und dann hat er da festgestellt, dass die ihn sehr misstrauisch angeguckt haben, gerade auch die Chauffeure, die sahen aus wie Sicherheitspersonal. Vorne das erste Fahrzeug trug ein Follow-Me-Zeichen in der Rückscheibe, also fahrt mir hinterher. Und dann hat er nochmal, schließlich ist er weitergefahren an denen vorbei und hat gewendet und gewartet. Und nach einiger Zeit ist er wieder zurückgefahren, um zu gucken, wo jetzt dieser Konvoi geblieben ist von Fahrzeugen. Und da fand er die Fahrzeuge am Straßenrand geparkt, irgendwo in der Landschaft. Nichts war da drumherum, kein Haus, kein Baum, einfach Fläche. Und es stand dort ein einsames Trafohäuschen. Und daraufhin hat mir dieser sehr glaubwürdige Mann gesagt, das war der Eingang in ein Bunkersystem. So läuft das in Deutschland. Und ich habe über Weihnachten und Neujahr mit zwei hochrangigen Sicherheitskreisen Kontakt aufgenommen und beide haben mir von einem Szenario erzählt, das mir die Schuhe auszieht, dass man auch in aller Ruhe als nur ein Szenario annehmen soll. Aber in beiden Kreisen waren Leute, die sich bereits exakt auf dieses Szenario vorbereitet haben. Und sie sprechen von EMP, von einem elektromagnetischen Impuls, der die gesamte Elektronik so ruiniert, dass nichts mehr geht. Um es ganz klar zu sagen, dann fährt mit der Bundeswehr kein Fahrzeug mehr, auch nicht mit Polizei und Krankenwagen. Die gesamte Versorgung des Landes bricht zusammen. Alles, es leuchtet kein Licht mehr, nichts geht mehr. Und es fahren nur noch Fahrzeuge ohne solche elektronische Bauteile, also Oldtimer. Und alle diese Herren hatten sich bereits solche Oldtimer beschafft, mit denen ich sprach. Und die haben beste Zugänge. Und das ist, finde ich, ein sehr ernster Punkt, den man machen muss. Es überleben dann nur Leute, die Zugang zu Nahrungsmitteln haben, die sie selber anbauen und ernten können. Das heißt, auf dem Land. Man hat mir expressis verbis gesagt, in den Städten beginnt ein Massensterben, wenn so ein Szenario Realität wird. Und da gibt es keine Überlebenschancen. Marodierende Banden werden andere Einwohner ausrauben, ihnen die Lebensmittel stehlen und versuchen selbst so zu überleben. Das ist der Hintergrund. Alle diese Herren haben Waffenbesitzkarten und haben also eine legale Waffe. Manche haben sogar Waffenscheine, also sie können die Waffe mit sich führen. Das ist die Tatsache, mit der wir leben müssen. Wir stehen vor ganz gewaltigen Erschütterungen. Und ein Teil der Elite ist darauf bestens vorbereitet, ein großer Teil tatsächlich, mit ganz erheblichen Investitionen. Und das sind eben auch Bunker mitten in Deutschland, Bunkeranlagen. Unter jeder Stadt gibt es Bunkeranlagen, die Stadtverwaltungen sind vorbereitet. Das sind die Dinge, die ich höre. Herr Hossel, wenn man den Status quo ändern will, bedarf es sicherlich dann eines Umdenken der europäischen Bürger nicht unbedingt und ohne Wenn und Aber ihren Regierungen Folge zu leisten. Denn da sind die Regierungen, die nun die Situation in den Krisenländern verursacht haben. Das ist exakt der Punkt, lieber Herr Scharogny. Es sind ja genau diese Eliten, die uns in diesen Wahnsinn hineinführen, mit diesem unglaublichen historischen Risiko, die selbst ihre eigene Flucht so perfekt vorbereiten. Das ist schon unglaublich. Die gleichen Kreise sagen mir übrigens, dass der Flughafen Berlin, Brandenburg, dass dieser Flughafen in Schönefeld niemals fertig gebaut werden wird. Sehr, sehr interessante Aussage. Wir dürfen das alles verfolgen. Aber tatsächlich ist es so, wenn die Bevölkerung sich nicht jetzt
lernen, sinnvoll zusammenzufügen zu einer gemeinschaftlichen Opposition gegen ihre Führungskräfte, dann werden solche Szenarien vermutlich Realität werden. Jedenfalls habe ich nicht festgestellt, dass unter meinen Gesprächspartnern Spinner oder Leute mit zu viel Geld gewesen wären. Vielen Dank, Herr Horstel, für diese Einschätzung. Beste Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorten.